Hallo meine Lieben, ich bin Rena und wieder unsere, ich sag mal so, experimentelle. Ich mache ein Experiment, eine Woche, einen Monat, mal schauen, wie ich Kraft habe, werde ich möglich am Abend für euch Legungen machen. Wenn das nicht klappt, diesen Monat, dann ab Februar wird wieder wie beim Alten. Darum, von eurer Aktivität hängt, braucht ihr das oder nicht. Und unser Thema ist heute, kannst du ihm oder ihr vertrauen? Ich habe jetzt gerade für ukrainische Kanal gemacht, diese Legung. Und ich werde das Gleiche für euch. Das heißt nur jetzt frische Legung. Mal schauen, ob etwas passt oder nicht. Ich habe drei Karten gewählt jetzt. Wenn ich brauche zusätzliche Karten, werde ich ziehen. Wenn nicht, kann man schon mit einer Karte sagen, kannst du Mensch vertrauen oder nicht. Die erste, zweite und dritte. Und jetzt denkst du an deinen Partner, an deinen Liebsten, an einen Mensch, den du brauchst. Und wir werden schauen, ob kannst du ihm oder ihr vertrauen. Die Karte Nummer 1. Ich sag mal so, die Karte schon sagt, nein, kannst du nicht, weil Mensch lügt wie gedrückt, wie sagt man. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde dazu hier nicht liegen. Hier ist eindeutig, nein, kannst du nicht vertrauen. In welche Situation kann Mensch fremd gehen, kann Mensch belügen, aber hallo, wie? Aufpassen, meine Lieben, weil diese Karte, er ist sehr raffiniert, sehr durchgedacht. 7 Schwerte ist ein Mensch, der richtig logisch, richtig geradeaus lügt. Er sucht keine geradeaus und lügt. Die Karte Nummer 2. Er oder sie. Genauso hier. Hier, meine Lieben, die Karte sagt, ja, du kannst vertrauen. Aber kommt drauf an, in welchem Fall. Wenn er zum Beispiel sagt, er geht nicht fremd, ja, nein, natürlich, Karte sagt, ja, du kannst ihm vertrauen, er geht fremd. Weil, ich sag mal so, meine Lieben, das ist König der Stäbe. König der Stäbe bedeutet ein feuriger Mensch, muss nicht unbedingt Schütze sein oder Löwe oder Widder, muss nicht sein. Das heißt, nicht alle potenzielle, Fremdgeher sind diese Feuerelement. Nein, aber Mensch, der hat diese Fähigkeiten, fremd zu gehen, so heißer Typ ist, Figaro hier, Figaro da, weiß selber nicht, was er will, er braucht Bestätigung, genauso Frauen gibt es, brauchen Bestätigung, ein Mann ist ihr zu wenig und so weiter. Hier in diesem Fall würde ich sagen, wenn es geht um Fremdgehen, diese Karte sagt, nein, kannst du ihm nicht vertrauen. Das heißt, er geht fremd. Versteht ihr, meine Lieben? Aber sonst, die Karte sagt, ja, du kannst ihm vertrauen. In diesem Fall würde ich sagen, am besten individuelle Legung. Die Karte Nummer 3. Kannst du Mensch vertrauen? Hier 100%. Schaut mal, meine Lieben, 3 Legungen. Auf gar keinen Fall vertrauen. Egal was, lügt. Hier halb-halb. Kommt drauf an, welche Frage. Ja, Fremdgehen auf jeden Fall könnte sein, auch könnte sein. Hier 100%. Mensch ist zuverlässig. Mensch ist richtig, kannst du dich auf ihn verlassen, weil er, wie gesagt, so gemacht. Hier ist die Karte Münzen. Münzen ist die beste, treueste Menschen. Ich meine allgemein, weil Münzen, das ist konservativ, Mensch mag nicht so sehr neue Sachen. Darum, ich würde sagen, 100% Mensch tut alles gut, tut dir vielleicht sogar gut, vielleicht habt ihr nur Gespräche, vielleicht habt ihr nur Kommunikation, aber keine Sexualität dazwischen. Hier ist könnte gute Freundschaft sein, sogar, meine Lieben. Hier kannst du Mensch vertrauen. Ich sag mal so, wenn du mit einem von drei reden möchtest, ja, rede mit dem oder mit ihr.
Sie wird dir helfen, sie wird dich unterstützen, genauso er auch. Meine Lieben, herzlichen Dank. Von euch hängt eure Likes, eure Kommentare und eure Fragen. Welche Themen wollt ihr bei mir hier sehen und hören? Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Papa, meine Lieben.